So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und Erdnis der Frachtraum, Wunderbärchenhaft. Wir wollen ja jetzt hier diesen Frachtraum reinhauen. Tada, sehr schön. Wir sehen Frachtraum hier rechts. Entsprechend schon einiges, was wir mitnehmen können. Wir haben auch noch ein bisschen Kapazitäten, was jetzt die Quartiere angeht, aber das werden wir gleich mal ändern. Genau. Da werden wir noch ein bisschen ran. Wie viel kommen dazu? 33. 33 ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Und dann ist das Eisen auch schon wieder weg. Yay. Ja. Sehr schön, ne? Ja, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. So. Ah, das passt. Das ist gut. Sehr schön, weil diese Platte muss vorne dran. Es bleibt, also das wird erstmal das vorne. Mhm. So, dann holen wir uns Bergbaugeschütztürm. Genau, den hier. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon haben. Wie viel habe ich denn davon? Einen. Na, das ist ja super, du. Bin ich ja mal richtig happy. Dann müssen wir alle drei hinsetzen. Okay. Mach erstmal den, den machen wir hier. Warte mal. Genau. Muss ich nur gucken, dass das hier entsprechend. Ah ja, wunderbar. So, dann noch hier die Kante dran. Ja, sieht ein bisschen hübscher aus, ne? Ja, man muss schon damit arbeiten, finde ich. Und dann machen wir hier. Ich könnte es auch hier dran setzen, ne? Ja, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ist bloß die Sache, können die da hinzielen? Soweit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Echt jetzt? Ich hab doch aber. Ach nee, ich hab die nicht mehr drin. Siehst du, die Terminals sind nicht mehr drin. Die müssen wir jetzt mal wieder reinsetzen. Das wäre auch ganz wichtig, damit wir sehen. So, ob das denn mit der Energie reicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt muss er das natürlich mal hier rechts wegnehmen. Ist ein bisschen doof, dass das so lange angezeigt wird. Aber wir sehen die Energie, die benötigte und die erzeugte Energie. Das reicht nicht aus. Ja, ist schon nicht sehr gut. Das heißt, dann nehmen wir gleich mal was weg. Ist jetzt nur die Sache, was davon braucht so viel Energie, ne? So, wie sieht es jetzt aus mit der Energie? Immer noch nicht. Ist ja krass. Nehmen wir das für die Bewaffneten noch mit raus. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Aber wir sehen, da bleibt nicht viel Energie übrig für irgendwas anderes. Scheiße, Mann. Okay. Ja, ich kann mich praktisch nicht bewegen. Das ist jetzt echt ätzend. Wir haben auch kein Eisen mehr. Versicherung, kann ich eine abschließen? Na, das kann ich mir nicht leisten. Na, die Versicherung sollten wir schon machen. Aber erstmal steigen wir in die Drohne ein. Genau, suchen wir mal ein bisschen raus. Wir müssten, glaube ich, noch irgendwo Eisen haben. Also wenn dann da hinten irgendwie in dieser Richtung. Gehe ich mal stark von aus. Weil hier haben wir jetzt alles Mögliche schon abgeplündert oder weggeplündert. Ah ja, da sehe ich auch schon was. Guck mal da. Suchen wir ein bisschen näher ran. Genau. Dann nehmen wir das. Wobei, warte mal, das ist näher dran, glaube ich. Das sind 68 Kilometer und das hier sind
10. Ja, gut, okay, das ist dann doch näher dran. Aber wenn das so groß ist von, aus dieser Entfernung schon, dann sollten wir das da hinten im Auge behalten. Mhm. Ah, nichts wie hin. Der Turbo ist auch echt gut, ne? Ja, gut, wobei, mit den großen Schiffen schaffen wir locker 700, 800 Meter die Sekunde. 300 Meter die Sekunde ist da schon ein bisschen lahm gegen. Aber wir haben auch eine kleine Popeldrohne. Hallo, da passen wir gerade so alleine rein. Ja. Unser Raumanzug. Oh, könnte das Titan sein? Das eine? Piraten, na super. Na, ich bräuchte eigentlich Titan, damit ich... Na, wir können das mal gucken mit, mit einem großen Solarpanel vorne oder an der Seite wieder dran, so wie wir das halt hinten auch gemacht haben, müsste das eigentlich funktionieren, dass wir erstmal genügend Energie haben. Aber wir sehen, wir kommen nicht drum herum, dass wir mit Titan Generatoren bauen. Letztendlich kommen wir nicht drum herum, generell Generatoren zu bauen aus irgendeinem besseren Material, aber momentan haben wir halt nur Titan auch noch mitentdeckt, ne? Ja, es gibt ja noch viele, viele andere Materialien. Wobei ja dann dieses Avorion das Beste ist, ne? Da den nächsten. Wie viel habe ich denn jetzt? Das reicht auf keinen Fall. Da muss noch viel, viel mehr ran. Ah, die Piraten sind ganz in der Nähe. Das ist überhaupt nicht gut. So eine kleine Drohne wie wir ist da ganz, ganz schnell platt gemacht. Eine kleine Gruppe Alien-Schiffe ist aufgetaucht. Yay! Piraten und Aliens. Super. Piraten-Zombie-Aliens. Piraten-Nazi-Zombie-Aliens. Genau, so rum. Super. Das klingt nach einem neuen Iron Sky-Film. Sollte da nicht eigentlich auch mal so ein zweiter Teil rauskommen? Ich weiß noch, irgendwie in dem Trailer war doch irgendwie Adolf Hitler zu sehen, wie er irgendwie auf einem Dinosaurier reitet. Irgendwie auf einem T-Rex oder so, ne? Na, ich glaube. Übrigens, unbedingt gucken. Bei Kickstarter Space Command ist eine Serie von einem Schreiberling, der für Babylon 5 und diverse Star Trek Serien und andere Sci-Fi Serien geschrieben hat, der jetzt mit namhaften Schauspielern Bruce Boxleitner, Mira Kunis heißt sie, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen, Mira Cernis oder sowas. Die hat jetzt damals, also viele von Babylon 5, aber auch von Star Trek Discovery und von Star Trek Raumschiff Voyager, zum Beispiel der Doktor dort, den Hologramm-Doktor gespielt hat, spielen damit. Ziemlich cool, mega geile Effekte, sehr schnieke gemacht. Gibt es einen sehr ausführlichen Trailer, wo alles gezeigt wird und vorgestellt wird. Die suchen bei Kickstarter aktuell eine Finanzierung für die Special Effects und wollen halt eine komplette Serie machen mit allem drum und dran. Fuck. Der schießt auf mich, ne? Scheiße! Das ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut, Mann. Ich kann nicht mal Eisen verlieren. So, aber Abstand dazu wird größer. Wir sehen, wie das Piratenschiff... Achso, nee, das ist ein... Die Xotan, genau, das ist dieses Alien-Schiff. Ja, ein bisschen andere Bauweise, ne? Aber nicht so episch wie meine. Nein, auf keinen Fall. Beziehung neutral, ne? Greifen Sie mich trotzdem an. Na, es wird schneller, ne? Wir sehen es gerade, es beschleunigt. Feuerkraft 11,9 Omikron. Ich weiß gar nicht, wie meine Feuerkraft aussieht. Was hat denn zum Beispiel das Ding hier? Feuerkraft. Müsste es nicht auch irgendwo stehen? Feuerkraft. 5,6 Omikron. Dann ist die relativ gut im Vergleich zu dem Schiff, ne? Wir haben nur eine kleine verkackte Drohne. Ha! Wo ist denn jetzt mein Schiff? Hallo? Was ist da hinten, ne? Ist da versteckt? Da, ja, man sieht's kaum. Gut getarnt. Aber echt riesig, ne? Das gefällt mir. So, jetzt machen wir noch die Solarsegel dran. Machen wir solche wie da vom Stil her. Das fand ich ziemlich gut. Genau.
So. Wunderbar. Mhm. Ja, viel Titan ist es jetzt nicht unbedingt, ne? Nee. Ist jetzt nicht so der Burner. Na, egal. So, Solarpanel, genau. Und dann gleich spiegeln in alle Richtungen. Und dann setzen wir das hier dran. Machen wir vielleicht ein... Kann ich das nicht kopieren? Doch, ich kann das doch hier hinten kopieren. Siehst du? Haha! Ja, man kann nämlich kopieren. Richtig. Hier mit Steuerung gedrückt halten und sowas kann ich das hier kopieren. Genau, drücke ich Steuerung C. Klick dann hier hin und sag Steuerung V. So, und dann kann ich das hier nämlich entsprechend dran setzen. Tada! So kann man nämlich ganz einfach sein Schiff so gestalten, wie man das gerne hätte. Jetzt bin ich nur überlegen. Weil ich kann das, eigentlich müsste ich auch größer machen können, ne? Ne, es geht nicht. Doch, geht. Ja, das kann man dann halt nämlich auch entsprechend verändern. Das heißt, das werden wir dann hier vorne machen. Weil wir sehen, wir haben noch mächtig Bedarf an, genau, es muss erstmal größer werden, richtig. Okay, das könnte ich mir leisten. Mhm. Was könnten wir ja machen? Bekommen wir... Dann sind wir nahe dran an dem, was wir brauchen. Das finde ich gut. Ach so. Ah, dann nehmen wir das wieder raus. Okay. Warte mal. So, das müssen wir dann ändern, das gefällt mir nicht. Na, machen wir das hier so als kleines Segel, ne? Finde ich gut. Ja, das sieht gut aus. Hm, Schnieke. Passt sich gut rein. Ja, hier hinten fehlen halt diese Triebwerke, die normalerweise dran so was rangesetzt haben. Deshalb funktioniert das hier nicht so ganz. Aber das ist nicht so das Thema. Das können wir hinkriegen durch Panzerplatten und sowas. Beziehungsweise durch Schubdüsen. Genau, Schubdüsen, das Thema. So, mal hier vorne zentrieren. Also für diejenigen, die es nicht wissen, rechte Maustaste anklicken, den Block. Dann ist er markiert und dann F drücken, dann zentriert man den Drehpunkt beim Bauen um diesen Block. Das ist natürlich ganz vorteilhaft, weil so kann ich ja sonst nicht hinten hin, ne? Ja, also es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ich muss auch wirklich sagen, die haben sich echt bei dem Editor wirklich einen Kopf gemacht, ne? Finde ich gut, finde ich richtig gut. Genau, hier machen wir so einen größeren Block hin. Jetzt müssen wir mal schauen, dass das auch passig ist. Natürlich nicht. Genau, aber so geht das, ja. Ja, schon, wir sehen, was wir da an Bremskraft haben, also Bremsschub und alles Mögliche. Hm. Das ist schon in Ordnung, ne? Ja. Da kann man mit leben. Beziehungsweise könnten wir hier vorne auch das uns hier. Ja, machen wir das so. Genau. Dann haben wir das hier vorne dran. Denn nichts ist schlimmer bei so einem großen Schiff, als nicht bremsen zu können. Genau. So, und dann können wir uns das hier hinten schnappen. Was ich jetzt mal wieder zentriere, genau, damit ich das besser sehe. Und markiere mir das. Und sage dann Steuerung C wieder mal. Genau. Wobei, jetzt kriegen wir das gar nicht dran. Ne, dann müssen wir es erstmal lassen. Okay. Ah, da merkt man gerade bei der Bewegung, dass die Energie fehlt. Wir sehen auch hier oben, sagt das ja. Ne, dein Schiff verbraucht mehr Energie, als es produziert.
Und hier, ein System verbraucht alle Energie, und zwar die Schiffssysteme. Die sind jetzt nicht gerade unwichtig, die Schiffssysteme. Es fehlen halt noch so knapp 800, ne, Megawatt. Mist. Aber wir sehen, wir könnten noch einen Bergbauturm dazu machen. Das heißt, da könnten wir dieses Abfragding noch mit dazu setzen. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Naja, Hauptsache die Lebenserhaltungssysteme sind gut. Dann setze ich mal schnell noch diesen Abfragturm mit drauf, weil den setze ich unten drunter. Okay, warte mal. Muss ich jetzt diese dünne Platte setzen? So. Wir sehen, da draußen wird gerade gekämpft, ne? So, dann das hier noch. Achso, ist schon richtig, das muss man nur noch drehen. Yippie! Und dann setzen wir den hier unten drunter. Genau. Dann können wir nämlich auch die Wracks besser abbauen. Sehr schön, das ist gut. Machen wir nochmal kurz hier was. Warte mal, einmal so. Ah, den hier, genau. Und dann gleich mal bitte spiegeln. Nicht so, weil er halt war falsche Achse. Die hier. Passt rein. Ja, dann ist das besser geschützt. Also klar, es ist jetzt nicht ganz nah dran, aber ist vielleicht auch ganz gut so. Ja, warte. Das geht dann doch gar nicht. Mach es doch lieber so. Ja, besser ist das. Sehr schön. So, das hätten wir. Ja, dann müssen wir beim nächsten Mal die Solarsegel dann dran setzen. Ne? Das heißt, müssen wir noch mit der Drohne entsprechend unterwegs sein. Genau, können wir schon mal einsteigen. Und würde ich sagen, machen wir das. Und dann gucken wir, dass wir dann endlich das restliche Eisen bekommen, damit wir dann das große Schiff benutzen können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.